Herzlich willkommen beim Tresentalk. Wir haben heute grandiose Gäste. Direkt aus der geschlossenen Sicherheitsverwahrung entflohen, die hochgradig sadistische und blutrünstige Olga Seehafer. Neben ihr eine Schlafwandlerin und seitdem völlig undurchschaubare Person, die behauptet, ein menschlich getarntes Alien hätte in der Garderobe versucht, sie umzubringen. Nicole Heinemann. Daneben, von Verfolgungswahn geplagt und hochgradig nervös, mit panischer Angst vor Kettensägen und anderem haushaltsüblichen Werkzeug. Jakob Fischer. Außerdem in unserer Runde eine völlig harmlose, unschuldige Person, die keiner Fliege etwas zuleide tun würde, aber seit einiger Zeit von schrecklichen Albträumen heimgesucht wird. Johanna Waldhoff. Begrüßen Sie den ehemaligen Zombiejäger und Erforscher der Wiedergänger, den Kenner der Unterwelt und Experten in Sachen Blutfontänen. Thomas Paulmann. Außerdem ein völlig wahnsinniger Mann mit Regenkrieg und kannibalistischen Tendenzen, ein langjähriger Meuchelmörder und klassischer Horrorfilmkiller. Felix Forsbach. Und zuletzt in der Runde ein Kriminalist, der bis aufs Blut versucht, unsinnig grausame Kriminalfälle zu lösen. Ernst von Leben.